Bei mir ist jetzt ein typischer Schweizer mit einem sehr untypischen Instrument. Das ist das, was ich auch schon in der Hand habe. Das ist nicht etwa ein Richtmikrofon, sondern natürlich der Dudelsack. Stefan Züger von den Swiss Highlanders. Schön, dass du kurz vorbeikommst und mir auch schon mal hier ein Instrument in die Hand drückst. Mal schauen, was es mit dem noch auf sich hat. Freue mich drauf. Die wichtigste und erste Frage, wenn ich jemanden von euch so sehe, als Schweizer, wie kommt man dazu, zum Dudelsack zu spielen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich selber habe es mal gehört. Hier in Basel an der Fasnacht gibt es ein paar Gruppierungen, die Dudelsäcke dabei haben. Dann war ich noch einigermaßen klein und habe gefunden, ja, es tönt sehr cool, das möchte ich eigentlich auch spielen lernen. Und ist es denn schwierig? Also wie lange geht es, bis so ein bisschen brauchbare Töne rauskommen? Es geht eine Zeit. Man tut zuerst auch auf einer Übungsflöte eigentlich zuerst die Melodie üben. Ja. Und erst wenn man das dann gemeistert hat, kommt dann der ganze Dudelsack dazu, wo dann halt eben noch Technik dazu kommt, wie man da richtig einen Ton rauskriegt. Das wirst du später auch noch herausfinden. Also es geht im Moment, bis es der Nachbar nicht mehr auf den Sack geht, der Dudelsack, ja, so. Genau, genau. Also ich würde jetzt so mit 2 bis 3 Jahren rechnen. Okay. Die Geduld musst du mitbringen. Genau. Wann spielst denn du sonst noch, wenn du jetzt nicht gerade am Basel Tattoo kannst auftreten? Ja, also mit den Swiss Highlanders machen wir auch Tattoos in anderen Ländern. Wir sind auch schon in Kanada gesehen, haben dort in Nova Scotia können spielen, ja. Sind auch schon in Berlin und Hamburg und haben dort können mitspielen. Und sonst sind wir auch an Geburtstagsfeiern oder Firmenfesten oder so oft vertreten. Ja. Ist ein Traum, kann ich mir vorstellen, wenn man Dudelsack-Spieler ist, dass man mal da oben auf dem Turm steht als Lone Piper. Sicher. Am Schluss beim grossen Finale. Ja, ja, also ich würde das sehr gerne mal machen. Ich habe bis jetzt eher noch nie bekommen. Aber mal schauen, vielleicht erfüllt sich der Traum ja irgendwann mal. Ich kann dir leider nicht helfen, den Traum jetzt zu erfüllen. Aber ich kann dir ein guter Schüler sein. Ich glaube, du willst mal, dass ich mir da ein paar Töne rausbringe aus dem Dudelsack. Sehr gerne. Gut. Also, dann kannst du mir schnell sagen, wie gehe ich jetzt davor am besten? Also, jetzt nimmst du das hier am besten unter die linke Arm. Unter genau. Die linke, ja, genau so anlegen. Sieht das aus. Ja. Und jetzt das kannst du. Du wirst schlussendlich treiblosen. Wenn das da so runterfällt, macht nichts. Das ist okay. Es sollte eigentlich nicht zur Seite fallen. Es bleibt eigentlich ziemlich gut auf den Schultern. Okay. Und dann kannst du auch mal probieren, ein bisschen reinzuholen. Pusten? Ja. Muss noch ein bisschen mehr kommen. Das ist noch, ja. Wow, hey! Langsam kommt etwas. Okay. Noch ein bisschen mehr. Okay, das ist nicht schlecht. Noch ein bisschen. Noch mehr? Ja, ja, noch mehr. Noch ein bisschen. Jetzt platzt er den Kopf. Ist okay. Mehr schaffen wir nicht, das tut mir leid. Es sollte noch ein bisschen weh, gell? Es sollte noch ein bisschen weh. Aber es geht gar nicht. Es sollte noch ein bisschen weh. Ja, das sind jetzt nur mehr quasi die Portunen, die getönt haben. Ja. Und noch gar nicht die Melodieflöte. Die braucht dann noch ein bisschen weh. Okay. Also bei mir ein Schlafensack. Gut, bist du da, Stefan. Du spielst uns jetzt noch kurz einen an. Sehr gerne. Bevor wir dann nachher natürlich jetzt gerne auf die wunderbare Szene schauen, wenn der Lone Piper auf den Turm kommt.